Aus Brüssel kommt ein neuer Vorstoß, Gaspackage 2020. Was ist das und was bedeutet das für Deutschland? Also wir werden dann im Jahre 2020 mit der neuen in der EU-Kommission auch ein neues Gaspaket bekommen. Eine neue EU-Regulierung, die einerseits das widerspiegelt, was gerade beim Strom diskutiert wird, zurzeit im Parlament. Und dann aber auch die Grünthemen aufgreift. Das heißt, was machen wir in Zukunft mit der Verbindung der Netze zur Erreichung der Klimaziele, Power to Gas, neue und innovative Technologien in den Netzen. Das wird der Hauptgegenstand sein. Die EWI-Studie, was ist die Kernaussage? Kernaussage ist hier, dass man nicht unbedingt zu einem All-Electric-Ansatz greifen muss, um die gleichen Ziele zu erreichen. Es geht wesentlich kostengünstiger mit einer Einsparung von 140 Milliarden Euro bis 2050, wenn wir die vorhandenen Netze, insbesondere die Gasnetze, richtig dabei einsetzen und einen Mix der Energiequellen nutzen. Was sind die energiepolitischen Anforderungen an die nächste Bundesregierung? Nun gut, man weiß ja nicht, welche Regierung kommt. Aber wenn es uns jetzt nicht gelingt, mehr Akzeptanz für die Energiewende zu schaffen, dann wird es sehr schwierig werden, zum Ende damit zu kommen. Denn 2020 verfehlen wir schon, 2030 sollte dann klappen. Das setzt aber voraus, dass wir deutlich kosteneffizienter werden bei der Minderung der CO2-Ziele. Denn andererseits werden wir sonst erleben, wie die Mieten explodieren und die Arbeitskosten zu stark steigen. Also die Kosteneffizienz sollte bei der Klimaverbesserung im Vordergrund stehen.